Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Das stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Let's Play Batman Arkham Origins. Wir müssen jetzt wieder warten, bis der Typ hier raufläuft. Und dann können wir ihn von hinten ausnocken. Wir warten lieber mal, bis er vorbei ist, nicht, dass er uns sieht. Töte die Fledermaus, oder ich töte dich! Hört mir Spur von ihm? Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Ich kann ihn nicht finden, Mann, er ist nicht hier! Wenn ich ihn finde, kriegt ihr sowas von aufs Maul. Ah? Wow! Hilfe! Hoffentlich habt ihr eure Schaufel dabei. Ihr müsst die Fledermaus ausgraben, bevor ihr sie einsacken könnt. Komm schon, und du jetzt auch direkt. Komm, komm. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich war doch meiner Meinung nach dran. Scheiße, ich Idiot. Ja, okay, komm, brauch eine Stunde am besten. Fuck. Muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Wenn ihr schon Batman nicht findet, sucht ihr vielleicht zuerst den Glückspilz, der gerade seine Faust kennengelernt hat. Ja, teilt euch wieder auf. Von hier oben habt ihr die beste Übersicht. Dreh dich wieder um. Verdammt, noch einer. Nein, nicht gehen. Zwei. Wenn euch sowas passiert, der wollt euch persönlich töten, verteilt euch über den Raum, damit er nicht an uns vorbeikommt. Schauen wir mal, was machen sie jetzt? Eine kommt hier hoch. Wenn ihr schon Batman nicht findet, sucht ihr vielleicht zuerst den Glückspilz, der gerade seine Faust kennengelernt hat. Ah, Moment, der hier unten. Komm. Genug. Genug. Ich ergebe mich. Ich vermute, gleich beginnt das Gewinnen. Gleich kommt's. Oh. Halt! Stopp! Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann! Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt! Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede! Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt! Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker! Und da kommst du nie im Leben rein! Behalt deine Meinung für dich. Schlaf gut! Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn töten, es sei denn, ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. Untersuche das Stahlwerk. Muss ich dafür wieder raus? Sieht so aus. Wir kommen nicht einfach so raus. Kann jemand das Ding hier kaputt machen? Scheiße. Ja, wir hauen einfach ab. Ich meine, warum sollen wir jetzt gegen die ganzen Polizisten kämpfen? Die haben wahrscheinlich Besseres zu tun, als mich zu besiegen. Kümmern.
Ja, da wollte ich hin, okay. Wollte gerade sagen, kümmern wir uns einfach um unser nächstes Hauptquest. Mal gucken, ob wir da direkt hinfliegen können. Was ist das? Tödlicher Sturz am Jezebel Plaza. Schauen wir uns mal an. Da ist sogar eine offene Stelle. Die Polizei weiß, dass das Opfer von einem Gebäude gestürzt ist, aber das war's auch schon. Seine Identität könnte Licht in die Sache bringen. Brian Murphy, Account Manager für die Gotham Merchant. Todesursache innere Verletzungen als Folge des Sturzes. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Zeit herauszufinden, wie und warum. Geil, noch ein Tatort. Die Blutspuren deuten auf einen Aufprall mit hoher Geschwindigkeit hin. Ich muss hoch aufs Dach. Schreit hier irgendwo ein Baby? Schreit da irgendwo ein Baby? Sehr merkwürdig. Das Geländer hier ist kaputt. War es ein Unfall oder wurde er geschubst? Zwei Paar Fußspuren. Das Opfer war also nicht allein. Und die verstreuten Papiere überall deuten auf eine Aktentasche hin. Die muss ich finden. Nein, nicht ganz nach unten. Oh, auch nicht ganz nach oben. Was sind denn das für Babyschreie? Also wenn hier irgendwo ein Baby ist, dann müssen wir dem erstmal helfen. Wusste es doch. Hier ist nichts. Falle. Shiva. Auch hinter dem Kopfgeld her? Das ist nur ein Trostpreis, falls du den Test nicht bestehst. Test? Dafür habe ich keine Zeit. Irgendwo in New Gotham wird ein Unschuldiger sterben. Und wir wissen beide, dass du das nicht zulassen kannst. Die Frage ist also, kannst du ihn finden, Batman? Kannst du ihn retten? Missionsziele von Shiva. Finde und rette den Unschuldigen. Ja, machen wir irgendwann mal, jetzt nicht. Wir müssen erstmal zurück zu... Wo bin ich gekommen? Von hier? Zu unserem Aktenkoffer. Oh, bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Och, Mist. Das ist er! Das ist er! Boah, wo bin ich denn gekommen? Scheiße, das wird auch nicht mehr angezeigt. Was ist denn hier eigentlich? Tatort. Doch, der Tatort wird noch angezeigt. Okay, gut. Hatte ich schon Angst, dass ich das nicht wiederfinde. Die prügeln sich mit diesem Freak. Schnappt ihn! Okay, ich bin irgendwie nicht ganz da, wo ich hin möchte. Hier war doch irgendwo der Aktenkoffer. Die Polizei weiß, dass... Oh, ich muss nochmal von vorne anfangen, weil ich den Tatort verlassen habe. Nein. Der Aktenkoffer liegt... Musste doch eigentlich schon da liegen.
Oh mein Gott, wo ist denn der Aktenkoffer jetzt? Brian Murphy, Account Manager. Und warum wurde das nicht gespeichert? Ich hatte da gar nicht das Spiel ausgeschaltet oder so. Als Folge des Sturzes. Ja, cool, jetzt cool, weiß cool. Ich, was passiert ist. Zeit herauszufinden, wie ja, und warum. Genau. Oh, er ist vielleicht runtergefallen und ganz schwerer schneller Aufschlag. Kann das sein? Die Blutspuren deuten auf einen Aufprall mit hoher Geschwindigkeit hin. Ich denke, wir müssen aufs Dach. Aufs Dach. Und wahrscheinlich ist dann auf dem Dach ein kaputtes Geländer, würde ich behaupten. Die Frage ist halt nur, ob er alleine war. Das Geländer hier ist kaputt. War es ein Unfall oder wurde er geschubst? Eventuell sollten wir einen Aktenkoffer suchen. Zwei Paar Fußspuren. Das Opfer war also nicht allein. Und die verstreuten Papiere überall deuten auf eine Aktentasche hin. Die muss ich finden. Ja. Wo ist denn die Aktentasche? Hier müsste sie doch sein. Ja. Interessant. Hier finden sich zwei Paar Fingerabdrücke. Eins passt zum Opfer, das andere zu Robert Haynes, einem bekannten Trickbetrüger. Alfred, ich brauche den letzten bekannten Aufenthaltsort von Robert Haynes. Ich schicke dir alle meine Daten, vielleicht hilft es. Nicht nötig, Sir. Ich habe bereits ein Suchgebiet ermittelt. Schauen Sie auf Ihr Display. Fallakte an. Fallaktenbericht ansehen. Tödlicher Sturz am Jezebel Plaza. Verdächtige. Verdächtigen stellen. Ist ja gar nicht weit weg. Verdächtiger. Oh, da kann ich nicht direkt hinfliegen, aber hier, das ist nicht weit weg. Da muss ich hin. Hochklettern? Was? Batman will gerade nicht hochklettern. Er will gerade nicht hochklettern. Okay. Ja. Da habe ich doch gerade was gesehen, was interessant ist. Ist das ein Datenpaket? Und wir müssen darüber. Bin ja mal gespannt, ob das dann aufgeklärt ist, der Tatort, wenn ich den Verdächtigen finde. Ich kann mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen. Dieses direkt wieder abspringen bringt es irgendwie nur, wenn man direkt in die gleiche Richtung muss. Wir sind ihm egal. Wir sind kleine Fische. Vor allem. Seht nur! Er kriegt da eins auf die Fresse. Oh, was machst du denn, Batman? Was machst du denn? Damn! Oh, wie schlecht ich gerade spiele. Krass. Na, hat er endlich mal genug? Ja.
willst du? Was ist mit Brian Murphy passiert? Wir hatten einen Deal. Er gab mir die Kontonummern, ich gab mich als der Kunde aus und räumte das Konto leer. Im Gegenzug bekam er was ab. Das habe ich schon 100 Mal gemacht. Weil er ist plötzlich nervös geworden. Wollte aussteigen. Also hast du ihn vom Dach geworfen? Ich konnte nicht riskieren, dass er die Bank warnt. Oder zu den Bullen geht. Ich musste meine Interessen schützen. Und was hat dir das gebracht? Er wollte doch gerade mit Alfred telefonieren und ist abgebrochen worden. Nee, oder? Fuck. Das ärgert mich jetzt aber. Ich möchte bitte auf die Karte, genau, damit wir jetzt mal zu unserem Hauptziel wieder können. Wo ist das denn? Hier. Ah, wir können nicht direkt hinfliegen, weil wir den scheiß Turm wieder befreien müssen. Ah, dann fliegen wir halt hier hin. Müsste irgendwo ein Netzwerkrelais sein. Nein! Na schön, schnappt ihn euch! Hallo, ich will einfach nur... Der Scheiße. Dieses Netzwerkrelais zerstören. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Sollen wir ihn verprügeln, wenn er da oben ist? Ja. Hallo, willst du den ganzen Tag rum? Stufenaufstieg. Wieder irgendwas freigeschalten? Kritische Treffer. Schließe Shifa gesucht ab. Erfolgreich als kritische Treffer. Ach so, das kann ich noch gar nicht nehmen. Gut, ich hoffe, beim nächsten Mal können wir dann das Ding hier auswählen. Wer nicht? Können wir eigentlich auch direkt erstmal wieder zu dem Turm gehen? Warum geht er nicht einfach darüber? Gehen wir eben unten durch. Ja, ich werde direkt mal den Turm auswählen, damit wir dann das hier freischalten, diese Abwurfstelle. Bringt ja sonst nichts, jedes Mal hinlaufen zu müssen. Das wäre eigentlich ziemlich nervig. Na schön. Zugehört, Leute. Heute Nacht ist eure Glücksnacht. Wegen Weihnachten und so hat der Boss entschieden, dass wir euch allen Geschenke machen. Er will nicht, dass irgendwer mit leeren Händen nach Hause geht. Also kommt und schnappt euch eine Knarre. Ihr habt mich gehört. Gratis Waffen für alle. Dank Oswald Chesterfield kommt. So, da lohnt sich das auf jeden Fall. Was? Fallakte? Was für eine Fallakte? Tatort, Schießerei an den Dixon Docks. Ja, wir machen jetzt trotzdem erstmal den Turm. Was auch immer sie macht, ist Black Mask hat verdient. Klar, den würde ich auch gern mal ein paar reinhauen. Ha, geht mir genauso, aber glaubst du, wir können dem neuen vertrauen? Mit einem Logisten, der sich Joker nennt? Scheiße, nein. Aber anlegen will man sich mit dem auch nicht. Ist doch immer dieselbe Geschichte. Auf zum nächsten Spiel. Mit Enigma. Kommen wir hier rein? Wahrscheinlich von da drüben. Drei Gegner. Das sind auf jeden Fall alles wieder Black Mask-Typen oder angebliche Black Mask-Typen, also eigentlich Joker-Typen. Aber warum kämpfen die mit Enigma zusammen oder haben sie sich mit Enigma verbunden? So richtig blicke ich da nicht durch. Sind die wohl niedersammeln? Geht nach Spaß. Ich könnte ja mal dieses Multi-Batman-Irgendwas-Ding da machen. Mit den Fledermäusen zum Beispiel. Ich habe natürlich vergessen, wie genau das funktioniert. Oh. Abermals hallo. Du
wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles... Naja, so kann man ein Problem wohl auch lösen. Krass, der Funkturm ist ja direkt neben unserem Ziel, sehe ich gerade. Ist ja in Blickweite, aber ich muss erst mal hier rein. Wie genau soll ich das jetzt machen? Gibt's noch mehr von diesen Dingern, die ich kaputt machen muss? So einfach so komme ich hier nicht rein, wie es aussieht. Ich schau mal eine Ebene weiter hoch. Vielleicht gibt's da ja was. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Einsicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Da können wir nicht hoch. Hä? Gibt's echt sonst nichts, oder? Warum sollte ich lügen? Wir sind schon so lange Freunde. Nur deswegen bin ich hier. Morgen früh wird nichts mehr von... Jetzt bin ich doch etwas verwirrt, zugegebenermaßen. Muss doch irgendwie möglich sein, diesen scheiß Turm da zu deaktivieren. Aber ich sehe ja auch nichts. Irgendwas muss es hier doch geben. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass ich irgendwie meinen ferngesteuerten Batarang hier gekonnt einsetzen kann. Der hier irgendwo durchgeschossen wird. Nee. Brauche ich irgendeine Erweiterung? Eine andere? Wo sehe ich gerade irgendwas? Unterbrecher? Oh fuck. Wir haben das Ding hier ausgeschalten, aber wieso? Wozu? Was hat das gemacht? Warum steht hier noch alles unter Strom? Irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas übersehe ich doch. Ich habe auch keine Lust, den Turm jetzt nicht zu klären. Das sollte dann bloß... Ich gehe mal hier rüber und gucke, ob ich da von da aus irgendwas sehe. Ist aber auch überhaupt nichts markiert. Ah, da unten steht noch so ein Ding, wenn ich das richtig sehe. Na gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns das beim nächsten Mal vor. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.